höre mich selber, gehe davon aus, dass ihr mich auch hören könnt. Daumen hoch, prima. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sommertag in Köln, meiner Heimatstadt. Freut mich, dass ich die Chance und die Möglichkeit habe, hier vom gut besuchten Saal mit vielen Leuten ein paar Takte zu erzählen und ein paar meiner Überlegungen etwas vorzubringen. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich heiße Dominik Böker, bin Rechtsanwalt in Köln. Die Kammer in Köln hat mir auch die Befugnis verliehen, den Titel Fachanwalt für Informationstechnologierecht zu führen. Ich beschäftige mich also in meiner täglichen Praxis mit allem, was rund um Computer und Internet stattfindet. Dieser Vortrag hier, den ich vor einiger Zeit eingereicht habe, hat, nachdem er angenommen wurde und ich mich ans Konzept für die Folien und den Vortrag gemacht habe, der ist 4 oder 5 Mal überworfen und geworfen worden. Teilweise aufgrund aktueller Entwicklungen, teilweise aufgrund anderer Programmpunkte mit anderen Referenten, die ich dann im Vorfeld kontaktiert habe, dass wir nicht 2 oder 3 oder 4 Mal dasselbe erzählen und euch langweilen und euch denkt, na, nicht mal das haben wir gemacht. Ich habe als Thema aufgeworfen das Recht an neuen Ermittlungsmethoden, neue Ermittlungsbefugnisse für den Staat und als Untertitel vermag das Strafverfolgungsinteresse neuer Ermittlungsmethoden zu rechtfertigen. Wir machen im ersten Teil ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen verfassungstheoretischen Unterbau. Das ist nicht mehr als ein Überblick, denn in meinem Studium, das ist zwar einige Jahre her, also angefangen 1995, der Teil, den ich euch überblicksartig an die Hand geben möchte, hat 2 Semester lang gedauert. Und ich kenne niemanden, der 2 Semester professorale Vorlesungen runterdampfen kann, für eine Viertelstunde, wie es jetzt tatsächlich ist. Das geht nicht. Das wäre ein extrem ambitioniertes Projekt. Da bin ich zum Scheitern verurteilt. Aber als Unterbau, als Einführung in die Überlegung, wo kommt eigentlich die Staatsanwaltschaft her, wo kommt die Polizei her als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, was hat das Ganze für einen Unterbau in der Verfassungstheorie, möchte ich eine kurze Einführung geben. Es gibt ein staatliches Strafverfolgungsmonopol. Strafverfolgung in der Bundesrepublik Deutschland und praktisch allen anderen Ländern der Welt ist monopolisiert beim Staat. Wie kommt das? Die lieben 2 Mikrofone, Zwischenfragen sind sehr gerne willkommen, Verständnisfragen auch. Ich bin Jurist, ich hoffe, ich kann die so ausdrücken, dass jeder da sitzt und nickt und sagt, ja, habe ich verstanden. Falls ich aber so in Jura-Kauderwelsch abgleiten sollte, Handzeichen, Mikrofon, bringe ich gerne bei euch vorbei. Stellt die Fragen, es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir Juristen klar machen und verständlich erklären, worum geht es hier eigentlich. Also, staatliches Strafverfolgungsmonopol. Die Strafverfolgung ist in der Bundesrepublik Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Also eine Geschichte der Länder. Wie kommt das? Warum, wenn mir ich Opfer einer Straftat werde, warum darf ich mich selber losziehen und platt gesagt Rache üben? Nee? Weil wir uns sonst die Köpfe einschlagen? Das wäre ein anarchieähnlicher Zustand, wahrscheinlich, Susi hat es recht gesagt, Faustrecht, es würde sich nur der Stärkere durchsetzen. Verfassungstheoretisch ist aber, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin und leider bin ich vor ungefähr 4 Monaten Opfer einer Straftat in der Tat geworden. Da hat nämlich irgendein netter Mitbürger mein Auto beschädigt, hat in die Seitentüre reingetreten. Habe ich also eine Strafanzeige bei der Polizei gemacht und das Ganze geht jetzt seinen geregelten Gang. Korrespondierend zu diesem staatlichen Strafverfolgungsmonopol, wo also nur die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens ist und nur die Staatsanwaltschaft auch die Ermittlungen durchführt, geht einher eine Pflicht zur Strafverfolgung. In den einschlägigen Normen der Strafprozessordnung steht sinngemäß,
drin, wenn ein Staatsanwalt von einer Straftat Kenntnis erlangt, dann muss er ermitteln. Er hat keine Wahl. Er muss ermitteln. In der Theorie, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Verzichten wir also auf einen Teil unserer bürgerlichen Rechte, nämlich unser ureigenstes Recht, uns um unsere eigenen Sachen zu kümmern, und geben diese Befugnisse allesamt miteinander an den Staat ab, damit der das für uns macht. Kennt jemand dazu eine Ausnahme? Notwehr, genau. Frage gehabt worden, selbe Antwort von da, die Notwehr oder die Nothilfe. Also wenn ich nachher nach dem Vortrag rausgehe und eine Zigarette rauche, ich gehöre zu dieser aussterbenden Masse der Raucher, wenn ich da dann sehe, dass irgendjemand eine Handtasche klaut, dann darf ich dem hinterherrennen und auch unter Anwendung von körperlicher Gewalt die erbeutete Sache wieder abnehmen. Das ist eine Durchbrechung des Strafverfolgungsmonopols des Staates. Der Staat bzw. die Leute, die unser Grundgesetz und die Strafprozessordnung geschrieben haben, waren aber nicht dumm. Wenn man seine Befugnisse an den Staat abgibt, könnte man sich auf den Standpunkt stellen, nachdem wir das abgegeben haben, darf der Staat machen, was er denn in diesem Kontext machen möchte. Er hat sich selber, und das findet sich schon im Grundgesetz wieder, eine Selbstbeschränkung auferlegt. Der Staat darf nicht machen, was er möchte, sondern der Staat ist an Gesetz und Recht gebunden. Das findet sich wieder in Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Die vollziehende Gewalt und die Strafverfolgungsbehörden, also die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfspersonen, die Polizei, sind die vollziehende Gewalt, zusammen mit der klassischen Eingriffsverwaltung, Verwaltung, eine Bauaufsicht und seine Baugenehmigung bekommt. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das hat für die Staatsanwaltschaften und für die Polizei zur Folge, dass die Ermittlungsbefugnisse, die sie haben, ausdrücklich im Gesetz aufgeführt werden müssen. Nur dann, wenn es eine sogenannte Ermächtigungsgrundlage für das staatliche Handeln gibt, kann diese Ermittlungsmaßnahme rechtmäßig sein. Wenn es keine Ermittlungsbefugnis und keine Normen gibt, ist das Handeln des Staates immer und zwangsweise rechtswidrig. Jetzt war ja gestern, ich komme in der Minute zu der Frage, der Kollege Vetter hier, der das Ganze aus einer eher Strafverteidigersicht sieht. Wir haben schon für den kommenden Kongress uns ein Thema überlegt, nämlich der ominöse rechtsfreie Raum, nämlich das Staatshandeln. Haben wir gestern darüber geredet, wir freuen uns darauf, das ist eine großartige Geschichte. Es kam gerade eine Frage, ich hatte versprochen, mit dem Mikro zu kommen, damit der Saal mithören kann. Ja, das scheint es mehr so tatsächlich um Staatshandeln, sondern wenn die Ermittlungsbefugnisse im Gesetz geregelt sind, wie kann es dann sein, dass der Staat Liebes- und CDs kauft, damit dann weitere Straftaten aufzudecken. Wie ist das geregelt? Das ist nicht so wirklich geregelt. Denn unter anderem deswegen, gerade weil es nicht geregelt ist, gibt es ja diese ominösen drei Haftbefehle gegen nordrhein-westfälische Finanzbeamte ausgestellt in der Schweiz. Das ist die Befugnis des Staates, selber Straftaten zu begehen, zumindest unterstelle ich mal, wären Straftaten. Es gibt andere Bereiche, wo die Straftaten aus meiner Sicht offensichtlich werden. Die Befugnis, Straftaten selber zu begehen, um andere Straftaten aufzuklären, die ist aus meiner Sicht dem Staat nie eingeräumt. Der Staat muss sich an Recht und Gesetz halten, und zwar zwingend. Eben. Ich wollte ganz kurz einen Einwurf machen wegen der Formulierung, oder ich würde auch Abstand nehmen, das ist Diebstahl zu bezeichnen, sondern als unbefugtes Ausspähen von Daten. Als Erwerb von Daten, die nicht rechtmäßig gewonnen wurden.
der Grundausgangslage gibt es zwei Merksätze, juristisch kein Handeln ohne Gesetz, also der Staat braucht eine Norm, wo drin steht, die Strafverfolgungsbehörde darf, wenn die und die Anhaltspunkte vorliegen, das und das machen. Und als zweiten Merksatz kein Handeln gegen das Gesetz. Das heißt, auf Rechtsfolgenseite, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen für das Tätigwerden vorliegen, also beispielsweise, es darf Telekommunikation abgehört werden, kein Handeln gegen das Gesetz, dann darf aber auch nur Telekommunikation abgehört werden und nicht beispielsweise eine optisch-akustische Überwachung des Raums gemacht werden. Soweit klar als grobe Übersicht, ganz grobe Übersicht, woher stammt eigentlich das Strafverfolgungsmonopol des Staates? Fragen? Hier war jetzt gefragt worden, ob die Pflicht zum Einschreiten, die Pflicht zum Ermitteln nur bei den sogenannten Offizialdelikten gilt oder auch bei Anfangsdelikten. Kleines Beispiel, klassischerweise die Beleidigungsgut, ich muss jetzt, weil er hier vorne sitzt, als Beispiel herhalten, ein blöder Drecksack. Das ist klassischerweise eine Beleidigung, weil er ist keiner. Das ist kein Offizialdelikt. Also selbst wenn jetzt hier im Raum ein Staatsanwalt sitzen sollte, der kann sich relativ entspannt zurücklehnen. Das ist zwar eine Straftat, die hier gerade begangen hat, aber die kann nur verfolgt werden, wenn ein Strafantrag da ist. Wenn also der Herr Walter sagt, die Beleidigung war so heftig, das will ich unbedingt verfolgt haben von der Staatsanwaltschaft, nur dann dürfte er tätig werden. Das hätte ich gefallen. Ich bin davon ausgegangen, er hat sich noch vorgestellt. Ich hab dich nur als Beispiel missbraucht. Entschuldige Sie auch. Ja, passt schon. Da war noch eine Frage. Nein, heißt das, dass ein Richterspruch vom Bundesverfassungsgericht als Gesetz gilt und dass damit gegen diese Richtlinien Erfolg der Ermittlungen hält sie gerichtet. Jetzt mal dieses Weißen von den Medikamenten damals vorher genommen. Das Beispiel mal vorweggenommen, es wurde gefragt, ob die Urteile oder Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts als Gesetz im Sinne des Grundgesetzes gelten. Nein, tun sie nicht, jedenfalls nicht regelmäßig, sondern wenn, dann nur ganz ausnahmsweise, wenn das vom Verfassungsgericht ausdrücklich angeordnet wurde. Es gibt einige Entscheidungen vom Verfassungsgericht, wo als dritter Satz, quasi Leitsatz steht, diese Entscheidung hat Gesetzesrang. Dann käme man in diesem Kontext hin. Die, ich sag's mal, normalen Beschlüsse, wie der Beschluss zur Telekommunikationsüberwachung im Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, dieser Lauschangriff, wo der CCC die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde mit initiiert und betreut hat und als Sachverständiger unterwegs war in Versburg, das ist nicht dieser Kontext, sondern es gilt erstmal nur das geschriebene Gesetz. Parlamentsgesetze aus dem Bundestag und den Landtag. Warte, ich komme zu mir. Was passiert, also weil da steht kein Handeln ohne Gesetz, wie ist es zum Beispiel bei denen, die in der Geschichte der Bundesrepublik passiert sind, wie zum Beispiel der Verjährungsdebatte, dass halt im Nachhinein, also es wurde kein Gesetz, also es wurde de facto ein Gesetz geändert, um Morde der NS-Zeit zu verfolgen. Und also wurden die Verjährungsfristen geändert. Also, inwieweit ist das ein Widerspruch gegen dieses kein Handeln ohne Gesetz? Das ist weniger eine Frage nach der staatlichen Befugnis zu handeln, sondern die Frage nach dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz, keine Strafe ohne geschriebenes Gesetz, keine Strafe ohne klares Gesetz. Und die Strafbarkeit muss klar gewesen sein, bevor dieses Gesetz in Kraft trat. Also man kann nicht rückwirkend sagen, Handlungen, die im Jahr 2008 statt
sagt, bestimmte Verhaltensweisen sollen für die Vergangenheit strafbar sein. Das funktioniert nicht, das wäre eine echte Rückwirkung, ist verfassungsrechtlich unzulässig. Mord war auch in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland schon strafbar. Und die Frage, kann eine Straftat auch nach Ablauf der Verjährungsfristen noch verfolgt werden? Das kann sie, aber die Problematik stellt sich immer dann, wenn es zur Anklage kommen soll, ob keine Verfahrenshindernisse, wie beispielsweise Verjährungen, entgegenstehen. Bei den Verfahrenshindernissen kann aber der Gesetzgeber sagen, wir verschieben. Da gibt es keinen Verfahrensschutz. So, der Anlass, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne ein bisschen was dazu erzählen, war der Beweis der Staatstrojaner. Der Staatstrojaner, jeder im Raum wird den Begriff wahrscheinlich schon mal gehört haben. Wenn nicht, kurzes Handzeichen. Bitte. Dann erzähle ich kurz, wie es geht. Es gibt einige Ermittlungsverfahren. Konstanze hatte eben in ihrem Vortrag, den sie ja teilweise mit hat das ein oder andere schon gesagt. Aus meiner rechtlichen Sicht erfolgt der Einsatz von Trojaner-Software im Bereich der Strafverfolgung auf extrem zweifelhafter gesetzlicher Grundlage. Der Bereich, der für diesen Vortrag außen vor ist, ist der gesamte Bereich MAD-BND, also Haushaltsgeheimdienst, Inlandsgeheimdienst, und auch nicht der Bereich der Gefahrenabwehr. Sondern es geht hier erstmal nur um den Bereich der Strafverfolgung. Wenn also eine Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte dafür hat, dass eine bestimmte Straftat irgendwo geschehen ist, dann ist ja die Staatsanwaltschaft verfassungsrechtlich und gesetzlich verpflichtet, Ermittlungen einzuleiten und den Sachverhalt aufzuklären. Und zwar sowohl belastende als auch entlastende Beweise zu sagen. Aber weil die Staatsanwaltschaft nicht im luftleeren Raum agieren darf, braucht sie für jede Ermittlungstätigkeit eine gesetzliche Grundlage. Und der Einsatz von Software zur sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung, also das, ich sag's mal, umgangssprachlich Einklinken in eine Skype-Kommunikation vor die Verschlüsselung, oder aber den Austausch von Instant Messenger-Daten, braucht eine gesetzliche Grundlage. Es wurden in allen Beschlüssen, die es bislang, ich nehme die Folie mal kurz weg und packe dafür zwei kurze Gesetzestexte auf die Folie, sobald ich im WLAN drin bin. Zwei denkbare Ermächtigungsgrundlagen für Staatsanwaltschaften für eine sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung. Nämlich zum einen die klassische Telekommunikationsüberwachung, also normales Telefon, wo es eine solche Ermächtigungsgrundlage gibt. Das ist der § 100a Strafprozessordnung. Der da heißt, auch ohne Wissen des Betroffenen darf die Telekommunikation überwacht und aufgezeichnet werden, wenn bestimmte Straftaten den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete schwere Straftat begangen und in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht oder durch eine Straftat vorbereitet. Dieser Katalog und Kommunikation überwacht werden darf, ist ziemlich lang. Das sind erstmal so klassische SCGB-Tatbestände, danach dann Abgabenordnung, klar, Steuerhinterziehung, dann aber auch Arzneimittelgesetz, da schließt sich der Kreis zu dem Verfahren, das in Süddeutschland stattgefunden hat. Asylverfahrensgesetz aus. Warte mal, da CO, da ist auch Schwarzfahren dabei, Subventionsbetrug. Ja. Der ist hier ein bisschen anders gemeint. Da bin ich aber beruhigt.
Der Katalog für 100a-Anordnungen ist ziemlich weit. Telekommunikation kann wegen sehr, sehr vieler Straftaten. Es war schon hingewiesen worden auf die Verfassungsgerichtsentscheidung zum Einsatz von Trojaner-Software im Verfassungsschutzgesetz NRW. Das ist die Entscheidung, die zu diesem neuen Computer-Grundrecht geführt hat. Nämlich das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Da hat das Verfassungsgericht in seinen Entscheidungsgründen gesagt, ja, es ist denkbar, dass auch in informationstechnische Systeme eingedrungen werden kann durch den Staat, auch im Rahmen von Ermittlungstätigkeit. Aber die flankierenden Hürden, die das Verfassungsgericht da aufgestellt hat, sind sehr hoch. Denn das Gericht ist hingegangen und hat gesagt, wir brauchen nicht nur eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage dafür, hier als Beispiel 100a StPO, sondern in dieser Ermächtigungsgrundlage müssen auch rechtlich Vorkehrungen getroffen sein, dass kein Missbrauch stattfindet. Diese Missbrauchsvorkehrungen finden sich in § 100a StPO nicht. Deswegen ist nach meiner Auffassung 100a StPO keine geeignete Ermächtigungsgrundlage für Quellentelekommunikationsüberwachung im Bereich der Strafverfolgung. Gleichwohl, Gerichte, so auch das Gericht von Landshut im Bereich von diesem Arzneimittelhändler, hatte 100a als hinreichende Ermächtigungsgrundlage. Ich wünsche mir, dass eine große Diskussion stattfindet, eine politische, eine rechtspolitische Diskussion stattfindet, wann und unter welchen Voraussetzungen denn, wenn überhaupt, eine solche Software zum Einsatz kommen darf. Die Position aus meiner Sicht ist relativ klar. Computer sind das Hirn und Herz, zumindest denke ich mal von allen, die hier sitzen. Die Hürden für den Einsatz einer Software müssen exorbitant hoch liegen. 100a wird dem nicht gerecht. Genauso wenig § 100h StPO. Das ist die andere Norm, die einmal der Bundesgerichtshof dazu herangezogen hat, um eine Quellenentwicklung anzuordnen. Auch ohne Wissen der Betroffenen dürfen außerhalb von Wohnungen zwei sonstige besondere für Observationszwecke bestimmte technische Mittel verwendet werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts eines Beschuldigten auf andere Weise weniger erfolgsversprechend oder erschwert werden. Hier 100a ist deswegen nicht tauglich, weil auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die das Verfassungsgericht aufzeigte, in dieser Norm nicht enthalten sind. Also, Status quo, kein Einsatz von Quellen-TKÜ-Software im Bereich der Strafverfolgung. Jetzt ist es aber so, es war ja auch schon angesprochen worden, die Software wurde eingesetzt und ich fürchte auch, sie wird auch weiterhin eingesetzt werden. Was tun? Aus meiner Sicht die einzige gangbare Lösung. Dieser Satz, sichtbare Folgen bei einem Verstoß gleich Null, der muss sich ändern. Und der muss sich nicht nur ändern, dass es einen Gerichtsbeschluss eines Landgerichtes gibt, wo drin steht, ja, die Anordnung, die tatsächliche Ausführung war rechtswidrig. Diesen Beschluss kann man sich aufs Klo hängen und bei nächster Gelegenheit dann wiederverwenden. Sondern es müssen spürbare und folgenreiche Sanktionen da dranhängen, wenn der Staat ihm eingeräumte Befugnisse überschreitet und im Fall der Überschreitung gleichzeitig missbraucht. Denn der Bereich der Strafverfolgung lebt davon, dass wir als potenziell Betroffene sagen, wir gehen davon aus, dass der Staat sich an die ihm eingeräumten Befugnisse hält und diese Befugnisse nicht überschreitet und erst recht nicht missbraucht. Ja. Könnte dann der Betroffene dann
Denker, also was der Kollege Strafverteidiger, der den Arzneimittelhändler in seinem Strafverfahren betreut und begleitet, nicht als Begleiter zu einer Verurteilung, sondern als Begleiter im strafrechtlichen Sinne, dass er eben seine Rechte wahrnimmt, der hatte sich ja schon gegen die Anordnung, die tatsächliche Durchführung dieser Quellen TKÜ zur Wehr gesetzt, wo dann das Urteil des Landgerichts oder der Beschluss des Landgerichts herauskam, dass diese Maßnahmen recht sind. Das ist der Status quo. Es wird festgestellt, die Maßnahme war rechtswidrig und auf Deutsch gesagt, das war es dann. Ja, aber der Polizist, der im Prinzip an der Stelle das ausgeführt hat, hat doch dann gegen geltendes Recht verstoßen, das an der Stelle auch mit, sag ich mal, Sanktionen versehen ist. Heißt das, dass die dann im Prinzip einfach so unter den Tisch fallen? Also es war im Nachgang, nachdem der CCC ja dankenswerterweise die Verfahren in die Öffentlichkeit und in die politische Diskussion gebracht hatte, es waren ja Strafanzeigen, zumindest gegen die politisch Verantwortlichen, verfasst worden. Da haben aber alle Staatsanwaltschaften die Verfahren eingestellt. Obwohl, nach meiner Auffassung, nach dem Wortlaut des Gesetzes, der ausführende Polizist gegen 202a und 202c verstoßen hat, sind keine Ermittlungsverfahren über den Status Probeermittlung des Sachverhalts hinausgegangen. Ich dachte, sowas nennt man Strafvereitelung im Amt. Ja. Und bei der Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt gegen den ermittelnden Staatsanwalt, das wäre dann zwar ein anderer Staatsanwalt, der ermittelt, aber Strafverfahren wurden nicht eröffnet, die wurden allesamt postwendend und sofort wieder eingestellt. Und zivilrechtliche Verfahren, die in dem Bereich geführt wurden, unter anderem gegen den Hersteller einer solchen Software, waren bislang ohne Erfolg. Es gab einzelgerichtliches Verfahren, das geendet hat beim Oberlandesgericht Frankfurt. Da war der Hersteller einer solchen Trojaner-Software aus Wettbewerbsrecht in Anspruch genommen worden. Es gibt im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eine Norm, die sagt, es ist wettbewerbsrechtlich unlauter, gegen Gesetze zu verstoßen, die eine Marktverhaltensregelung sind. Klassischerweise eine Marktverhaltensregelung ist die Preisangabeform. Man darf nicht seine Produkte bewerben ohne den Preis, ohne den Grundpreis. Und dieser Verstoß gegen ein anderes Gesetz, da gab es die Argumentation, dass 202a und 202c StGB Normen sind, die nicht nur strafrechtliche Komponenten haben, sondern die wegen des absoluten Verkaufsverbots, Hackersoftware darf in Deutschland nicht verkauft werden, dass diese Normen eine Marktverhaltensregelung darstellen. Und dass deswegen der Verkauf an Hackersoftware und sei es auch der Verkauf an Hackersoftware an Strafverfolgungsbehörden jedenfalls so lange unlauter ist, wie es keine gesetzliche Ermächtigungsbefugnis zu deren Einsatz gibt. Da hat aber das Landgericht Frankenthal und das OLG Frankfurt gesagt, nein, diese strafrechtlichen Normen schützen nur das Interesse des eigenen, des Betroffenen, des Besitzers dieser Computersysteme. Und stellen angeblich keine Marktverhaltensregelung dar. Wir überlegen momentan, eines der Verfahren mal ganz nach oben zu eskalieren bis zum Bundesgerichtshof, um von dem gesagt zu bekommen, ob diese Normen die Computerintegrität schützen, also eigentlich nur die Kehrseite dieses Computergrundrechts sind, nicht strafprozessuale Absicherung dieses Computergrundrechts, ob das in der Tat keine Marktverhaltensregelungen sind. Ob das stattfindet oder nicht, ist auch eine Frage des Geldes. Da ist momentan die letzte Entscheidung noch nicht getroffen. Also, strafrechtliche Verfahren gegen die Ermittlungsbehörden, gegen die politisch Verantwortlichen, Staatsanwaltschaften in Deutschland sind ja politisch weisungsgebunden, Die schlussendliche Verantwortlichkeit für alle Ermittlungstätigkeit liegt bei den Justizministerien. Strafrechtlichen Verfahren, die da angestoßen wurden, wurden alle eingestellt. Zivilrechtliche Verfahren sind wir auf Granit gebissen bei den zuständigen Gerichten. Zumindest in dem Bereich habe ich ein wenig den Eindruck, wenn man
den Staatsanwaltschaften zuarbeitet und denen Software liefert, die gegen geltendes Recht verstößt. Und es ist in meinen Augen sonnenklar, dass die jemals eingesetzte Software gegen geltendes Recht verstößt, hat strafrechtlich und zivilrechtlich für die Beteiligten keine Folge. Ist aus meiner Sicht ein so großer Skandal, wobei ich es eigentlich fast noch größer als Skandal finde, dass die Presse diesen Bereich nicht aufgreift und nicht mal begleitend eine Berichterstattung stattfindet, sondern nachdem der große Botschaftsskandal vorbei war, das Ganze unter den Teppich gekehrt wurde und dann war es zumindest nicht da wieder raus. Es waren zwei Anzeichen. Ist Deutschland ein Rechtsstaat? Soweit würde ich nicht gehen, nein. Wir haben einen unterm Strich, natürlich gibt es Bereiche, wo es knarzt und echt nicht so funktioniert, wie man sich als Anwalt das vorstellt oder wie man sich das auch als Bundesbürger vorstellt. Im Großen und Ganzen haben wir aber schon ein recht gut funktionierendes System. Wobei wir jetzt wirklich in einem Randbereich sind, wo es besser funktionieren könnte. Das würde ich sofort anfangen. Was ist denn, also wie verhält sich der Staatstrojaner mit dem, also mit der Gesetzgebung des Hackerparagraphen, also dass Hacker-Software weder erstellt, genutzt und verbreitet werden darf? Das ist im Endeffekt ja schon mal, ja, oder mehr von Anfang an widersprüchlich. Hat der Staat dafür ja quasi eine Hintertür für sich selbst schreiben gebaut oder also backdoor quasi das eigentliche Gesetz? Ich kenne jetzt den Beschluss vom OLG Frankfurt und ich kenne die Einstellungsnachrichten, die in dem Bereich bislang in der Welt sind. Ich habe bislang keine überzeugende Begründung dafür bekommen, sei es von Staatsanwälten, sei es von Gerichten, warum dieser Bereich des staatlichen Handelns keiner gesetzlichen Kontrolle unterworfen ist. Beziehungsweise, dass bei einem Handeln gegen die Gesetze keinerlei Sanktionen folgen. Platt gesagt, ich weiß es nicht. Aber genau diese Frage war ja der Ansatz, der überlegt wurde, dass man über das Wettbewerbsrecht diese Transformation macht, dieses strafrechtlichen Gesetzes, des Hackerparagraphen in eine Wettbewerbsverhaltensnorm. Und eine Marktverhaltensregelung bedeutet ja nur, dass ein Unternehmer am Markt ein bestimmtes Verhalten nicht an den Tag legen kann und darf. Das ist gesetzlich. Und was gibt es Stärkeres als eine Marktverhaltensregelung, als ein absolutes Verkaufsverbot? Hackersoftware darf nicht verkauft werden. Punkt. Den Grenzbereich, also mit Dual-Use-Software etc. mal außen vor. Aber wenn eine Software dazu bestimmt ist, Straftaten zu begehen, nämlich in fremde Computersysteme einzubringen, dann darf sie nicht verkauft werden. Und das, was ich bislang an Software im Bereich der Quellenartikel gesehen hatte auf zusätzliche Features, die unter keinem denkbaren Gesichtspunkt von irgendeiner Ermächtigungsgrundlage hätten abgedeckt sein können. Das heißt, nach meiner Auffassung fällt diese Software zwingend unter diesen Paragraphen 202c und ist damit zwingend unzulässig, darf nicht hergestellt, nicht weitergegeben, nicht verkauft werden. Aber ein Verkauf, eine Bewerbung, eine Weitergabe hat stattgefunden. Das ist in meinen Augen so klar ein Verstoß gegen das geltende Recht, dass man da gar nicht groß drumherum lamentieren kann, außer dass ich wiedergeben kann, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sehen es, zumindest im Bereich der Strafverfolgungsbehörden, anders. Gibt es da nicht für die Politiker die Möglichkeit, das auszuhebeln, wie beim G8-Treffen, die dann auch die Bundeswehr eingesetzt haben, um friedliche Demonstranten zu fotografieren, obwohl die Bundeswehr ins Innere eigentlich nicht rein darf? Dass das nicht beim nächsten Stuttgart 21 auf so einem Umweg wieder ausgetrickst wird, dass das doch geht? Da bin ich selber gespannt auf den Vortrag, der morgen stattfindet, Hacken von Gesetzen. Es geht in dieselbe Richtung. Natürlich kann man, wenn man bestimmte tatbestandliche Voraussetzungen hat, versuchen als Staat die tatbestandlichen Voraussetzungen herbeizureden, argumentativ sich zu schaffen, um diese Befugnis zu haben. Das kann natürlich passieren, klar. Aber da sind wir als Bürger der Republik gefragt und ist auch die Presse gefragt, das eben im Auge zu behalten. Und
da sind auch die Gerichte gefragt, eben das staatliche Handeln an der Stelle zu kontrollieren. Zu dem Thema nochmal der Einstellung der Verfahren durch die Staatsanwaltschaft, der strafrechtlichen Verfahren gegen die Politiker. In der Diskussion, die wir da in München gehört haben, beim Bayerischen Landtag, wir haben die Grünen ein bisschen eingeladen, wurde argumentiert, dass gesagt wurde, man kann den Staatsanwalt dafür nicht Zeug flicken, also jetzt Strafverhaltung im Amt war eben diskutiert worden, weil er sich rausreden könnte, dass keine Erfolgswahrscheinlichkeit da wäre, dass er damit durchkommt mit seiner Strafverfolgung. Also keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Staatsanwaltschaften, es gilt nicht nur das sogenannte Legalitätsprinzip, dass also der Staatsanwalt ermitteln muss, sondern es gibt auch in Grenzen das sogenannte Opportunitätsprinzip, also so eine Prognoseentscheidung des Staatsanwalts. Wenn denn mein Verdacht zutrifft und ich die Anklage an das Gericht rausbringe, würde dann das Gericht daraufhin verurteilen. Und nur dann, wenn der Staatsanwalt sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit, es gibt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass verurteilt werden würde, dann muss auch die entsprechende Ermittlungstätigkeit und die Anklage erfolgen. Wenn der Staatsanwalt sagt, selbst wenn ich in meinen Ermittlungen zu dem Ergebnis kommt, dass das so ist und ich klage das an und gleichwohl würde nicht verurteilt werden, dann darf der Staatsanwalt gar nicht anklagen. Ansonsten würde er Unschuldige verfolgen. Das ist also, da will ich die Kollegen Staatsanwälte, die ja aus demselben Studiengang stammen, wie wir Anwälte auch ein wenig in Schutz nehmen, die sitzen da schon undankbar zwischen den Stühlen. Sie haben auf der einen Seite die Strafvereitelung im Amt und auf der anderen Seite die Verfolgung Unschuldiger. Und irgendwo zwischen diesen beiden Extremen muss er selber eben agieren, immer noch mit der Prämisse, es gibt ja noch die Einflussnahme der Politik auf die staatsanwaltschaftliche Ermittlungstätigkeit. Was auch ein Bereich ist, der politisch mal in die Diskussion gehört, ob hier denn weisungsabhängige Staatsanwaltschaften überhaupt wollen. Noch eine Frage zum Hacker-Paragraphen. Wir haben ja in dem Vortrag von Konstanze die Stellenausschreibung des BKA gesehen, ja, wo ja jemand gesucht wurde, der gezielt Hacker-Tools entwickelt. Ist das sozusagen eine implizite Aufforderung zur Ausübung einer Straftat gewesen? Anstiftung? Also es gibt im Bereich, wir sind hier jetzt für diesen Vortrag im Bereich der Strafverfolgungsbehörden. Das BKA ist ja keine, ich sag mal, Bundesstrafverfolgungsbehörde, sondern das BKA hat eher präventive Aufgaben, also im Vorfeld, vor Straftaten schon tätig zu werden. Und es gibt im BKA-Gesetz, bin ich nicht sicher, ob es der 8 ist oder 20 Jahre, müsste ich raussuchen, es gibt im BKA-Gesetz eine Norm, nach der das Bundeskriminalamt solche Software einsetzen kann. Und wenn das Amt die Befugnis hat, solche Software einzusetzen, dann gibt es wir wissen also logische Folge davor, die müssen die Software irgendwo herbekommen. Sie müssen sie also entweder irgendwo erwerben dürfen oder sie müssen sie auch selber entwickeln können. Und damit dürfen sie auch eine solche Ausschreibung machen. Also im Bereich des Vorfelds. Die zivilgerichtlichen oder das zivilgerichtliche Verfahren hatte ausdrücklich auch nur den Bereich der Strafverfolgung, Klammer auf, repressiv. Also gar nicht. Es gibt ja in anderen Polizeigesetzen, beispielsweise in Bayern, die Befugnis zur Online-Durchsuchung. Das war in den zivilgerichtlichen Verfahren gar nicht Streitgegenstand, sondern der präventive Bereich war und sollte da ausgehen. Wenn in Zukunft hier die Diskussion stattfindet, was ich mir sehr wünsche, weil gerade hier eben der technische Sachverstand vorhanden ist, auch in Abstimmung mit Juristen, und ich bin ja aber leider nicht der einzige Jurist, der in dem Bereich tätig ist. Es gibt hier in Köln einige Kollegen und bundesweit viele, viele Leute, die viel, viel prominenter sind als ich. Wenn da eine Entscheidung gefunden werden sollte und eine Position gefunden werden sollte, ja, es sind Straftaten denkbar, wo diese Quellen Telekommunikationsüberwachung sinnvoll eingesetzt werden könnte, und man sich darauf einigt, einen bestimmten Katalog zu machen, so gefährlich diese Kataloge auch sind, weil sie ja immer die Tendenz haben, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode bzw. von Diskussionsschritt zu Diskussionsschritt immer weiter auszuführen.
müsste aus meiner Sicht zwingend dabei eine strafprozessuale Absicherung dieser Einsatzmethode. Nämlich ein Beweisverwertungsverfahren. Das ist eine weitreichende politische Forderung für das deutsche Strafprozessrecht. Bislang ist es so, wenn ein Verstoß stattgefunden hat, also die Staatsanwaltschaft ohne Gesetz oder gegen das Gesetz ermittelt hat, dann wurde über die Zulässigkeit dieser Ermittlungsmaßnahmen gestritten. Da gibt es beispielsweise den Beschluss des Landgerichts Landshut, die sagt, nein, das war rechtswidrig. Aber das hilft dem konkreten Beschuldigten in dem Moment ja nicht weiter, weil er trotz des Verstoßes gegen das Gesetz mit den gefundenen Beweismitteln verurteilt werden kann. In Deutschland. In Amerika kennt man die sogenannte Fruit of the Poisonous Tree. Da gibt es relativ weitreichende Beweisverwertungsverbote. In Deutschland gibt es eine sogenannte Abwägungslösung. Da wird nämlich geguckt, wie heftig und wie schwer ist der Eingriff in die Rechte des Beschuldigten, einerseits, und wie groß ist der Schaden, der durch seine Taten eingetreten ist, wie groß ist das Strafverfolgungsinteresse des Staates. Und nach meinem Eindruck, in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle, ich habe jetzt keine statistische Auswertung gemacht, aber gefühlt, jenseits der 90% schlägt die Waage aus dazu, dass das Strafverfolgungsinteresse überwiegen soll. Dass also die Beweise, obwohl sie unter Verstoß gegen geltendes Recht erhoben wurden, im Verfahren gleichwohl gegen Beschuldigten verwendet werden können. Insbesondere im Bereich von Quellentäterinnen, wenn man zu dem Schluss kommt, doch das soll in Einzelfällen eingesetzt werden können, muss gleichzeitig eine neue Weichenstellung erfolgen, dass Beweise, die unter Verstoß gegen geltendes Recht und insbesondere im Bereich von Quellentäterinnen erhoben wurden, dass die unverwertbar sind, wenn ein Gesetzesverstoß festgestellt wurde. Hätte dann den angenehmen Nebeneffekt, die Strafverfolgungsbehörden würden sich selber ein wenig bremsen bei ihrer Ermittlungstätigkeit. Denn man stelle sich den öffentlichen Aufschrei vor, es würde beispielsweise ermittelt im Bereich von Verschleppung von Kindern mit dem Ziel, dass Kinderprostitution stattfinden kann. Das Ganze eingefädelt über verschlüsselte Internettelefonie und verschlüsselte Internetverbindung. Es wird dann in dieser ominöse Trojaner eingesetzt, die Beweise werden gefunden, aber das Ganze unter Verstoß gegen geltendes Recht, weil beispielsweise auch Bildschirmfotos angefertigt wurden. Und daraufhin müssen die Täter laufen gelassen werden, weil ein Beweisverwertungsverbot zu ihren Gunsten eintritt. Hätte aus meiner Sicht die wünschenswerten Nebeneffekt, die Staatsanwaltschaften würden sich selber bremsen und bewusst sich in den Grenzen des geltenden Rechts bewegen und nicht wie bislang die Grenzen austesten, weil ja das Schlimmste, was ihnen passieren kann, es gibt einen Beschluss, der feststellt, das Ganze war rechtswidrig, aber der Täter wurde trotzdem verurteilt. Zwischenfragen zu dem Punkt Beweisverwertungsverbote? Stellt sich die Frage, und jetzt geht es nur aus meiner Sicht zwei, drei, vier Punkte, über die man dann nachdenken muss. Wie wird ein rechtskonformer Einsatz sichergestellt, verbunden mit den ganzen IT-theoretischen, praktischen Problemen bei der Analyse von Software? Wie stellt man sicher, dass eine bestimmte Software eine bestimmte Funktion nicht hat? Folgefrage eventuell, Verfolgungsdruck mit Sanktionen. Will man also, dass Staatsanwaltschaften, die Polizeibeamten, nicht unbedingt der kleine Polizeibeamte, der Polizeikommissar, der den Knopf drückt, sondern vielleicht dessen Vorgesetzter oder der Vorgesetzte oder der noch weiter Vorgesetzte oder gar der politisch Verantwortliche, eventuell strafrechtlich zu belangen, zur Rechenschaft gezogen werden kann? Und den kleinen Fragenkatalog, wenn wir zu dem Entschluss kommen, wir wollen den Quellen-TKÜ in bestimmten Teilbereichen haben, wo ich den Eindruck habe, der Club will das nicht, aber die Entscheidungsfindung
Schlange irgendwo einzukaufen, wir machen mal so einen Funktionstest und denken dann, alles ist in Ordnung. Die Frage, bei welchem Verdachtsmoment darf die Software eingesetzt werden? Und wer schaut den Ermittlungsbehörden auf die Finger? Wer kann das technisch, wer kann das tatsächlich? Und wie kleidet man das Ganze in die strafprozessualen Normen so ein, dass das Ganze mit den Grundrechten der Bürger möglichst wenig Reibungsverlust hat? Es geht aus meiner Sicht in dem Bereich, auch im Bereich der Strafverfolgung, um Grundrechtsschutz, und zwar derjenigen, die von einer Ermittlungsmaßnahme betroffen sind. Und da ist mir als Anwalt völlig egal, wer zu Recht betroffen ist, also gegen einen Schuldigen ermittelt wird, oder ob gegen einen Unschuldigen ermittelt wird, denn auch derjenige, der eine Straftat begangen hat, hat Grundrechte und die stehen niemals und nimmer zur Disposition irgendwelcher Leute und erst recht nicht des Staates. So, harter Tobak, weiter Blick in die Zukunft. Anmerkungen, Fragen, Nachfragen, Diskussionsbeiträge, sehr gerne willkommen. Falls nichts in der Hand ist, es kommen erste Handzeichen. Ich mache gerade noch einen Sprung zurück. Ganz zu Anfang, ich habe was vergessen. Gestern bei Udo Vetters Vortrag war ich gefragt worden nach einer Norm aus dem BDSG, die man der Polizei entgegenhalten kann, wenn man wissen will, was denn alles über einen gespeichert ist. Da hat mich der Udo auf den falschen Fuß erwischt. Ich hatte mit meinem Nachbarn gequatscht. Peinlicherweise. Das ist nicht der 28 BDSG, sondern der 34 BDSG. Danach hat man Anspruch auf Auskunft zu den gespeicherten Daten. So, Handzeichen war mit Fragen und Diskussionen. Fehlt uns so eine Art Fall Markus Gäfgen, um das mal in der Öffentlichkeit auszudiskutieren? Potenziell ja. Ich würde mir nur wünschen, dass eine Diskussion stattfindet im Vorfeld einer solchen, ich sag's mal, grenzwertigen Ermittlungstätigkeit. Der Fall Gäfgen war ja ein Kindesentführer, dem laut Folter angedroht worden war, von einem Polizeibehörden. Und nachdem das Verfahren dann über den BGH und das Verfassungsgericht zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ging, wo dann ein Verstoß gegen Menschenrechte festgestellt wurde und die Diskussion, was darf eigentlich der Staat und wollte. Ich würde mir wünschen, dass diese Diskussion clubintern und auch nach außen getragen stattfindet im Vorfeld, bevor überhaupt das nächste Mal ein solcher Trojaner eingesetzt wird. Die Frage, ob ein solcher Trojaner eingesetzt werden soll, werden darf, unter welchen Voraussetzungen, weil das ein ganz sensibler Bereich mit dem neuen IT-Grundrecht ist, ist zwingend, dass die Diskussion im Vorfeld stattfindet und dass der Staat nicht in einem halbwegs luftleeren Raum Ermittlungstätigkeit an den Tag legt und erst wenn er denn dann einen Unschuldigen oder tatsächlich straffällig geworden und verurteilt hat, dass nicht erst dann eine Diskussion stattfindet. Dann ist es schon zu spät, weil dann die Argumente pro Einsatz dieser Ermittlungsmaßnahmen fehlt der öffentliche Aufschrei, aber vielleicht kann man ja die gefundenen Ergebnisse mit Urzhaftes dazu benutzen, diesen Aufschrei nochmal in einer konstruktiven Diskussion an den ein oder anderen Bundestagsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten, die Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaften sind ja Ländersache und auch die Polizeigesetze sind Ländersache, dass man da mit den Politikern in der Diskussion einsteigt als Club oder als Einzelner. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass das Landgericht festgestellt hat, das war rechtswidrig, aber da war überhaupt nichts, was dabei herumgekommen ist für die Jungs. Was aber, wenn bei so einer durchgeführten Maßnahme, die ja offensichtlich rechtswidrig war, das erkannt wird und ich dann zum Beispiel im Rahmen des Notwehrrechts hingehen würde, würde so einen Trojaner sabotieren. Wie wäre das zu gewähren? Die Frage, wenn ich es ein kleines bisschen abstrahiere, gibt es gegen rechtswidrige Ermittlungsmaßnahmen des Staates ein Notwehrrecht? Ja, das gibt es. Aber das ist
ein Bereich, der extrem sensibel ist. Ein kleines anderes Beispiel. Ich greife die Idee von Uwe Vetter gestern auf. Man stellt sich vor, man kriegt Besuch, die ersten 8 Besucher sind schon in der Wohnung und der letzte hat dann geklingelt. Der klassische Fall von der Hausdurchsuchung. Das Kunsturhebergesetz schützt nicht dagegen, dass Bildaufnahmen angefertigt werden. Das heißt, in der Theorie darf man, wenn bei mir zu Hause besucht werden sollte, darf ich dann in der Videokamera die Jungs und Mädels damit begleiten. Das stört die aber ganz regelmäßig und die werden regelmäßig hingehen und versuchen, beispielsweise der Kamera habhaft zu werden und sie mir zu entbinden. Das ist in der Grundkonstellation ein andauernder rechtswidriger Angriff auf mich und meine Person und das, was ich tue. Dagegen darf ich mich im Rahmen der Notwehr zur Wehr setzen. In der Praxis wird das aber nicht so wirklich funktionieren. Also theoretisch ja, in der Praxis aber nicht. Insbesondere als Dritter ist es relativ heikel, denn wenn wieder erwarten ein Gericht anschließend zu der Auffassung käme, die Ermittlungsmaßnahme war gerechtfertigt, dann ist es zumindest denkbar und naheliegend, dass die nächste rote Akte sind solche der Staatsanwaltschaft aufgemacht wird, wegen des Versuchs der Strafvereitelung. Das ist ein für jedermann unschöner Vorgang. Ein Vorfall, selbst wenn man nur das Beste wollte und den Staat an seine Grenzen weisen wollte, ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung ist eine der unschöneren Geschichten, die man im eigenen Lebenslauf hat.